Und weiter geht's bei Mass Effect mit meinen zwei Gastkommentatoren heute. Hallo. Sag was. Moin. Also. Nee, ich bin gerade ein bisschen vertieft in Borderlands. Ich entschuldige das. Ich habe eben gerade deine Abmessung gesehen von Camtase und deswegen nehme ich mal stark an, dass du nur dein Mikro damit aufnimmst. Richtig. Dachte ich mir, weil so ein kleines Futzebild wirst du wahrscheinlich nicht. Nee, das ist Spezialtechnik für 17x17. Du gern was. Das mache ich eigentlich auch immer. Wenn ich so... Apropos wegen Together, das was du und Teddy ja gemacht habt, weil so dass ihr die Übertragung von Forster aufgenommen habt, das hat der Forster auch in meinem Battle gegen Katze aufgenommen. Und ich sag's dir, also Force wird es schon, er hat schon angekündigt, dass es machen wird, aber Katze hat allein durch Item Luck 4 oder 5 Strecken gewonnen. Denn der hat ungelogen über 20 Blitze bekommen. In einer einzigen Strecke hat er, glaube ich, 5 oder 6. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Was für Informationen? Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander. Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Das nicht, aber er spricht Englisch. Mit einem englischen Gastkommentator. Ja, das hat er erwähnt. Und er hat gemeint, dass es wohl ein totaler Ruin ist. Ich habe 2 Sekunden mir angehört und dann... Also es ist so wie mein Englisch damals, als ich angefangen habe. Also wunderbar! Ich meine, ich kann ja einigermaßen Englisch, aber ich glaube, wenn ich mir den jetzt anhören würde, würde ich echt kotzen. Ja, das würdest du wohl. Das würdest du. Vor allem nach der Aktion gestern, da ist er bei mir sowieso unten durch. Da meint er noch so sagen wie, ja, ihm steht die Aufnahme zu, Tila soll ihm die Rohdatei schicken, weil ihm steht die Aufnahme zu. Oder solche Sachen eben. Keine Ahnung. Vielleicht hat er seine Tage. Ja, weil... Er meint, ihm steht die Aufnahme zu, weil er gegen mich geraced ist und weil er ja quasi mitgeraced ist, dass ihm die Aufnahme zusteht und T-Life in die Rohdatei schicken sollte. Dabei hat T-Life noch im Video gesagt, dass er das auf seinen Kanal hochladen wird. Und, so wie das nun ja mal ist bei, logischerweise beim Gesetz oder Internetgesetz, wie auch immer, das kennt ihr vielleicht, dass Klick ist gleich Unterschrift. Sagt euch das was? Nee. Das ist, wenn man zum Beispiel
auf Shoppingseiten wie Amazon oder was weiß ich was, wenn man da was anklickt, so kaufen, möchten sie wirklich kaufen, ein Klick ist gleichzusetzen, als wie wenn man auf einen Vertrag eine Unterschrift gibt. Schon wieder gestorben. Also sprich, dass man dazu verpflichtet ist. Davon habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Mhm. Und dasselbe Prinzip gilt auch zum Beispiel bei solchen Aufnahmen, dass wenn die jeweilige Person es aufnimmt und auch erwähnt, dass er es hochladen wird bei sich, wenn dann die Teilnehmer am Video nicht sagen so, nein, ich möchte das nicht, dann können sie auch nichts dagegen machen. Hätte Katze gesagt, nein, er will das nicht, dann hätte Thiel auf den Arsch auf. Aber er hat's nicht gesagt. Niemals, in der ganzen Aufnahme nicht. Hm. Eigenartig. Keine Ahnung. Das ist sowieso ein bisschen eigenartig, wenn er meint, auf was zu pauken, was wo er schon im Voraus zugestimmt hat. Naja. Da lief viel Gerage an dem Abend. Ja, weil der Abspann. Also Thiel wird entweder die Abspannmusik drunter legen oder seine eigene, je nachdem. Die Abspannmusik ist, also nichts gegen ihn, aber die Abspannmusik in Mario Kart 64 ist einfach legendär. Ja, ich habe es ihm auch gesagt, aber das bleibt ihm dann selbst im Endeffekt überlassen. Ja, aber ist auch sein Video. was da abging, weil Katze hat die Namen vorgelesen. Ja. Vorgelesen, das muss ich vorsichtig ausdrücken. Er hat vielmehr die Namen in den Dreck gezogen. Das kann man nicht mehr lesen, denn das war einfach nur Verhöhnung der Spielemacher. Das darf nur ich. sogar du bringst ihm mehr Ehre entgegen, weil so wie der es vorgelesen hat, ich habe noch nie einen Menschen so schlecht japanische Namen vorlesen gehört. Und ich mache ja das auch teils in Mega Man. aber du machst es absichtlich, aber er hat es unabsichtlich gemacht und das ist das Schlimme an der Sache. Dann haben wir so gesagt, ja, sei mal bitte kurz still, weil wir wollten ja Fazit, Resümee und dergleichen. Und was macht er? Der labert einfach weiter. Noch lauter. Das ist da natürlich unhöflich. Ja, und Hedy, T-Life und ich haben ihn auch schon gebittet, mehrmals. Und irgendwann hat dann einer angefangen zu schreien, dann die anderen logischerweise auch und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Und der schreit natürlich noch lauter die Namen da. Und ja. Im Endeffekt ist der Anruf dann beendet worden, Aufnahme gestoppt. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Bla bla bla. Ja, sehr schade. Ja, leider. Dass so ein Typ so uneinsichtig sein kann. Ich meine, soll er Videos machen, so wie er Bock hat, aber er kann nicht einfach die Aufnahmen anderer Leute versauen, das geht nicht. Nee. Datiert nicht. Na gut, wenn ich ab und zu mal betrunken bin, ich meine, sehr stark betrunken, dann kann ich auch manchmal ein bisschen wie in Spyro doof sein. Ja, ja gut, ich wollte gerade sagen, dass wenn ich hier zu Gast bin zum Beispiel und jetzt, keine Ahnung, Tür geschlagen oder Hundegebell oder was weiß ich kommen würde, dass wir dann natürlich auch nicht in meiner Macht. Was wäre was anderes, wenn ich jetzt im Schmackes-Video sagen würde, boah, guck der Schmacke an, der ist der 0815 Let's Player, ey, so scheiße, guckt euch das Spiel an und lauter solche Sachen eben, das ist... Nee. Und jetzt zur Korrigierung, Schmacke ist geil und macht geile Projekte, so. Ich liebe mein Geschütz. Forschungsverdienste. Ich merke gerade, ich habe die ganze Katze zugelabert. Ich Arsch, scheiße. Auch die werden bei mir sowieso gemutet. Ah, sehr schön, sehr schön. Gut, weil ich kann nicht immer aufs Spiel. Ich habe ja hier... ich zock ja hier und sehe da Skype leider nicht so.
Ich habe schon kurz Angst gehabt, dass ich Schmackis Aufnahmen hier versaue. Nö, diese Reisen-Cutscenes, die kommen immer so zwischendurch, wenn man ein neues System betritt. Schön. Auf jeden Fall jetzt die ganz kurze Version. Gestern entstand Chaos. So, ich glaube, das trifft's auf den Punkt. Ich denke mal, das kann man drin lassen, denn gut. So viel ist inzwischen nicht geschehen. So. Also nichts wirklich so Wichtiges. Sie befinden sich außerhalb des ich weiß nicht warum, aber das Teil erinnert mich entweder an Star Wars oder an Halo. Es war anfangs nicht ganz leicht, dieses Teil zu fahren. Ich dachte auch erst ein bisschen an Moon Patrol. Das sieht fast so aus wie der Mongoose, nur dass der Mongoose zwei Reifen weniger hat, ein bisschen kleiner und nicht so flach ist. Der Schmacki und seine Führerscheinprüfung. Herr Schmacki, wie fahren Sie denn? Rechts ran, Blinker setzen. Nein, nicht über den Felsen. Nein, nicht über den Gegner. Die Bremse. Nein, wie fahren Sie? Oh, durchgefallen. Oh. Wie in SpongeBob. Offroad-Führerschein made by Schmacki. Stimmt, das wollte ich noch sagen. Ich habe ja gestern mit T-Life ein lustiges Spiel aufgenommen. Ich fand es zwar lustig, aber wir haben gefailt und Ende. Ich habe davon den ersten Part auch schon. Affen? Ich wollte gerade sagen, sehen die nicht so aus wie dieser komische Roboteraffe aus Yu-Gi-Oh! In den Tristram drinsteckt? Ne, das sieht ein bisschen anders aus. Serax, was sind das für komische Gestalten? Ich glaube, die gehören zu den Gef. Die haben so einen Kopf wie, wie heißen die jetzt? Langnasenfeldmäuse? Was sind das für Pilzdinger? Steinpilze. Ganz klar. Pilzpilze. Nee, es gibt ja einen Steinpilz, deswegen ja. Ja. Aber gestern habe ich eine lustige Aktion mit T-Life aufgenommen. Jeopardy. Ja. Du hast schon gesehen, oder? Ich habe den ersten Part schon geguckt. Es gab ja leichte Startprobleme. Die anderen werden noch lustiger. Vor allem ein ganz bestimmter Spruch. Wo ich auch Zoom gemacht habe. Und auch den Part so genannt habe. Gosh, that's wrong. Ich finde das so lustig. Oh nein, nicht die Stelle hier. Was sagst du eigentlich zum Thumbnail? Ist es mir gelungen? Hä? Zu Jeopardy. Muss ich kurz mal schauen. Ich komme irgendwie zurzeit nicht so für... zu YouTube, meine ich. Ich komme in letzter Zeit fast nicht mehr zum Aufnehmen. Was schade ist. Ich auch. Ich wollte eigentlich schon von der Woche Misao aufnehmen. Bis heute kam ich nicht dazu. Ich wollte eigentlich schon längst was für Mega Man X und Mega Man Zero aufnehmen. Also für... Voraus? Den DS. Nee, ich meine für... Ach, Games of Hell. Ah. Da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Kannst du Gift draufnehmen? Oh, der Serax in Mega Man Zero. Da muss ich noch recherchieren. Das wird ganz spannend. Cool. Ach, ich bin doch so blöd. Ich habe das Thumbnail doch abgespeichert. Ich kann es dir hier in Skype zeigen. Ich sehe es gerade. In Skype kann ich es mir besser anschauen. Da.
Jeopardy. Finde ich. Aber sehr. Sieht lustig aus. Ja, ich habe mir extra Mühe damit gegeben. Okay. Bleib wieder mal. So. Das ist was für den Schmacki. Da staunt der Bauklötz. Gosh, that's wrong. Das sagt er unter anderem, wenn man eine falsche Antwort gibt. Und wie er sagt, der Tier bleibt ganz am Schlitzen. Ja. Der Life Force wieder am Limit. Der hat ja nie geantwortet, ich habe immer geantwortet. Und natürlich alles scheiß Fragen. Sau schwere Fragen, die selbst Feinde nicht einfach so beantworten kann. Das muss was heißen. Auch irgendwie dämlich formuliert. Zum Beispiel, wer Abraham Lincoln erschossen hat. Eine Frage, die ich eigentlich wusste, aber um 3 Uhr morgens kann man das auch nicht immer so abrufen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch schon wieder fast halb eins. Ach stimmt, scheiße. Die Zeit geht so schnell vorbei. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ah, das denke ich mir, wenn du da mit deinem Fahrzeug durch die Gegend fährst. Ah, noch ein schönes Smirnoff-Eis. Ist das nicht dieses alkoholische Getränk da, das du auch bei... Bei ja. Du da auch? Dass ich immer Schmier drauf nenne. Schmier ist drauf. Ja, das ist mehr so ein Erfrischungsgetränk. Das hat so 3% und ist ein Viertel Liter. Wie war es so schnell? Du bist zu spät zum Skiausflug oder so gekommen und deswegen bist du zu Hause gehockt und hast Battle Kit aufgenommen? Ach so, ja, das war so Wintersporttag. Und den Tag habe ich ausgerechnet verpennt. Was macht man an einem Wintersporttag? Skifahren? Schlitten und Skifahren mit der Schule. Oder man sitzt in der Schule und lernt. Die zwei Möglichkeiten bestehen. Ganz klar, man sitzt in der Schule und lernt. Jeder will das machen. Nicht ernsthaft. Also ich meine, doch, wenn man nicht mitgeht, muss man in die Schule und lernen, aber... Eigentlich sitzt man dann quasi bloß bei den Leuten im Berufskolleg. Also als Gymnasiast sitzt man dann im Berufskolleg. Und was macht man da? Ein paar Aufgaben. Was macht man da nicht? Lernen. Weil die nicht so weit sind wie im Gymnasium. Das heißt, es ist eigentlich scheißegal, ob man in der Schule sitzt oder nicht. Außer, dass man eine Das erinnert mich jetzt auch an etwas Negatives, weil letztes Jahr noch in die Schule ging, da war ich in der ersten Klasse und in der ersten Klasse gab es so einen Tag, wo man an so einem Kletterparcours da teilnimmt. Da klettert man auf Bäume und da muss man sich so über Seile drüber hangeln und Kletterei. Ja, so ein Kletterpark eben mit verschiedenen Stationen. Je weiter die Station, desto höher gelegen ist das alles. Das habe ich, als ich regulär die erste Klasse besucht habe, war ich dabei und das hat echt mords viel Spaß gemacht. Als ich letztes Jahr eben die erste Klasse freiwillig wiederholt habe, war wieder so ein Tag und da habe ich mich schon im Voraus drauf gefreut. Und genau an den Tag, genau als wir schon dort im Kletterpark waren, hat es so stark geregnet und war so glitschig und so rutschig, dass wir nicht klettern konnten. Und deswegen mussten wir wieder in die Schule zurück. Oh je. Das ist blöd. Und da kommt Freude auf. Ich habe mich da aber schon Wochen zuvor drauf gefreut, weil ich ja wusste, wie das war. Und ja. Das war ärgerlich.
Ich war so sauer, das glaubt er gar nicht. Den restlichen Tag habe ich nur Trübsal geblasen. Na gut, hätte ich auch gemacht. Bei mir war es halt so, ich habe halt gezahlt für den Ski aus für den Wintersporttag. Habe mich dann auf jeden Fall darauf gefreut und was ist, ich verpennt. Ich hätte eigentlich um 6 Uhr dort sein sollen. Bin aber um 9 Uhr dann aufgewacht und da waren die alle schon im Allgäu und waren auf dem Schlitten. Dann Toll. habe ich mich und dann habe ich mich tot geärgert und dann habe ich auch gedacht, was passiert ist, ist passiert, muss man akzeptieren. Bin ich hier halt zu Hause geblieben und habe dann Battle-Scheiße aufgenommen. Und da Und gab es das dann ist. noch mehr Rage. Ja. Achso, das mit den Blink-Blink-Blöcken war dann da, ja, okay. Siehst du es jetzt, aus dem Grund stelle ich mir keinen Wecker, sondern ich habe da so eine Musikanlage, so eine Stereoanlage, die habe ich zu meinem 20. Geburtstag bekommen. Die verwende ich immer noch, die ist sowas von geil. Und da gibt es auch so eine Weckerfunktion. Und wenn da der Wecker angeht, dann läuft zuerst ganz normal Musik und die wird mit der Zeit dann immer lauter, bis ich zwangsweise aufstehen muss. Also ich habe so einen Radiowecker, der funktioniert ähnlich. Den hatte ich aber auch da schon letztes Jahr, wo ich dann verschlafen habe. Nur war da halt der Fall, ich habe ihn halt ausgeschalten, dann halt morgens und bin liegen geblieben. Was ich eigentlich immer mache, nur da bin ich irgendwie ja wieder eingenickt. Also ich war so müde anscheinend, habe dann Schmanke, tatsächlich verpennt. wie lange machst du die Aufnahme? Gut, dass du fragst. Es ist gerade 21 Minuten, das ist eine gute Ja, Zeit. deswegen meine ich ja, weil jetzt kannst du ja auch das lustige Thumbnail angucken. Gut, ich würde mal sagen, wir haben erstmal genug Mass Effect Parts für heute produziert. Mina Das hat war. heute Geburtstag, bekomme ich jetzt gerade als Meldung. Geil! Wer hat Alles. Geburtstag? Mina, Engelchen Minella. So. Jetzt im Video offiziell. Alles Gute, Mina! Ich schreibe ihr gleich mal. Ja, jedenfalls. Ich bedanke mich bei den Gastkommentatoren. Gerne. Und man kann nur sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss! Tschüssi! Tschüssi, mein Dank.